Servus liebe HD-Freunde und ein weiteres Video meiner Aufarbeitung. Hier haben wir unseren Alko, Fuzzi und unseren Wolle im Dreierzug mit ihren Panzern 1C. Da wollen wir mal gucken, was die drei hier auf Ruinenberg so anstellen können. Ich werde es mir diesmal verkneifen, um und die gegnerischen Teams oder beide Teams miteinander zu vergleichen. Ich denke, in der Tierstufe können wir uns das sparen. Okay, Wolle jetzt hier auf dem mittleren Weg nach vorne. BT2. Okay. Nur gespottet. Erstmal abtasten, was da so alles hochkommt. Da war Alko. Fuzzi hat irgendwie den Start etwas verpennt anscheinend. Er steht noch hinten an der Base. BT2. Ratratatratat. Erster weg. Ah ja. 2x L60. Alko zusammen. Ja. Jawohl, YOLO, einfach rum. Auto-Aim. Okay. Beim Gegner müssen irgendwie die Drogen nachgelassen haben. Keine Ahnung. Jawohl. Alko und Wolle mittlerweile 4 Abschüsse. Der steht da und ballert lustig, kriegt nichts mit. Wolle, ich weiß ja, dass man die Magazine leer schießt, aber wenn man den eigenen Mann im Ziel hat, sollte man vielleicht doch mal vom Abzug runtergehen und nicht einfach das Zeug rausrotzen. Nur mal so nebenbei am Rande. Aber okay, hat ja geklappt, hat ja geklappt. Okay. Also, Alko und Wolle hier wie die Axt im Wald knöpfen sich einen nach dem anderen vor. Jetzt muss hier der T1 dran glauben. Irgendwie leisten die aber auch keine wirkliche Gegenwehr. Also hier anscheinend vom Angriff der beiden hier total überrascht. Noch ein L60. Naja gut, mit 5 HP nur. Und wieder leer gerotzt. Ja gut, aber jetzt kommst du. Ey, guckt euch das an. Da guckt keiner hin, der fährt hier durch, als wäre er hier auf dem Sonntagsspaziergang. Oh, jetzt hat er endlich mal eine kassiert. Der Gegner hat es endlich mal geschnallt. Okay. Oder so. Überhaupt keine Gegenwehr. Kann auch in aller Gemütsruhe nach hinten ranfahren. Ja gut. Wenn man es so gerne besorgt bekommt, braucht man sich auch nicht wehren, ist logisch. So, mittlerweile haben die beiden zusammen 11 Abschüsse. Fuzzi steht noch da hinten, anscheinend hat er ein Disco, keine Ahnung. So, Abschuss Nummer 12 und Match gewonnen. Ja, lieber Wolle, ich denke, zu dem Gefecht braucht man nicht viel zu sagen. Überlegenheitsabzeichen erster Klasse. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte eigentlich eher, da ist vielleicht sogar ein Master drin. Aber da gab es wohl jemanden, der noch mehr gemacht hat. Sei es drum. 2572 Erfahrungspunkte aufgrund der doppelten Erfahrung. 14,5 an Credits. Top Gunner. Waffenbrüder. Und alle Achtung. 7 Kills. 566 Schaden mit dieser kleinen Kiste. 857 Base XP. Ich würde sagen, ihr zwei habt die Map ganz schön aufgemischt. Der Gegner wusste ja schon gar nicht mehr, wie ihm geschieht. Teilweise haben sie sich ja regelrecht ihrem Schicksal ergeben. War auf jeden Fall sehr schön und witzig zu beobachten, das ganze Replay. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Euch anderen danke ich wieder mal fürs Zuschauen. Schaut beim nächsten Video auch wieder rein. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Toppi.